Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Elder Scrolls Skyrim in hübsch. Ich liebe jetzt schon den Soundtrack, obwohl ich glaube, ich habe den ganz durchgehört. Auf jeden Fall liebe ich ihn. So, wir müssen nach Flusswald. Ja. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, warum ich nach Flusswald. Ach so, stimmt. Ich sollte das Horn ja zurückbringen und da gab es einen kleinen Zwischenfall in Flusswald. So. Hallo. Läufst du gefälligst geradeaus? Ich finde es ein bisschen schade, dass man das Pferd nicht irgendwie langsamer oder schneller steuern kann. Das ist, da fehlt irgendeine Stufe, finde ich. Egal, wir sind jetzt in dieser schönen Kaserne. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Ich möchte das Dachzimmer. Das Zimmer unter dem Dach. Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Gut. Dann haben wir mal das Bett und ruhen uns da mal ein bisschen aus. Sollten wir ja machen, ne? Glaube ich zumindest. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Folgt mir. Okay. Dann geh voraus. Nicht hier. Folgt mir. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Geh voran. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Gut. Egal, wir sind hier. Was willst du mir jetzt sagen? Schließ die Tür. Natürlich. Nun können wir reden. Eine Geheimtür. Wie schön. So. Ja, die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Ich will hoffen, dass ihr euch nur dumm stellt. Die Nachricht in Uskengraf stammte von mir. Gut. Dass ich habe jemanden erwartet, der größer ist. Ja, es Man ist kann nicht vorsichtig genug sein. Die Spione der Talmor sind überall. Warte mal. Sie misstraut den Talmor. Okay. Genau, ich was habe nicht wollte aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmor handelte. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Gut, recht weiter, warte mal. Ihr soll. Ah, plötzlich, ich habe dafür keine Zeit. Oh. Seid ihr bereit, Scheiße. Mich anzuhören? Ja. Sprecht Wie weiter, ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ja. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen,
dass ich euch vertrauen kann. Ja, die Frage ist, warum sucht ihr einen Drachen? Ich wusste es. Wenn die Grauberge euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Grauberge euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmur wart. Ich hab doch gefragt, warum sucht wir ihr einen Drachen? Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Ah. Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Jetzt ist nicht die Zeit dafür, den widerstrebenden Helden zu spielen. Entweder seid ihr ein Drachenblut oder nicht. Aber das werde ich bald genug mit eigenen Augen sehen. Gut. Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Das kann gut sein. Und was ist der Haken an der Sache? Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Okay. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Das ist natürlich ein... Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Ja, ich weiß. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Gut, aber ich möchte erstmal wissen, wie das solltet ihr wissen. Ihr habt die Karte für mich besorgt. Den Drachenstein, den ihr für Farengar besorgt habt. Wisst ihr noch? Die war auf der Drachenfeste? Ihr habt also tatsächlich aufgepasst. Ich habe veranlasst, dass Farengar den Drachenstein für mich besorgt. Das ist meine Aufgabe. Aha. Ich sorge hinter den Kulissen dafür, dass die Dinge geschehen. Ihr seid ja auch schließlich hier. Ja, eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten, angefangen beim Jiralgebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Künishain ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Das hoffen wir. Gut. Künishain. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Dann lasst uns einen Drachen rüsten. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Gebt mir nur eine Minute, dann bin ich soweit. Gut. Hau mal ab. Oh. Das ist besser. Machen wir uns auf den Weg nach Künishain. Ja, warte erstmal. Das sieht ja genauso aus wie das Skyrim-Zeichen. So, egal. Erstmal gucken, ob es hier noch was gibt. Geldbeutel. Oh. Solange da nicht Aufstieg der Klingen. Nein, bekomme ich nichts. Die Truhe ist leer. Staub. Ja. Tränke. Ich bin auf Reisen. Ihr übernehmt die Taverne, bis ich zurück bin. Ja. Gute Reise. Pfahlwurzel. Nein. Tränke, Stahlpfeile, ein Langbogen. Das
ist denn in der Truhe drinne? Wow, hier kann man sich ja ordentlich ausrüsten. Ja, dann machen wir das doch. So. Lauf weiter. Ab nach Himmelsrand. Kühnesheim liegt in diese Richtung. Wir können zusammenreisen oder uns trennen und dort treffen. Ganz wie ihr wollt. Wartet also eine Verkleidung? Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, wir besorgen uns ein paar Felle und... Warte mal. So, okay, komm mit. Können wir zu zweit reiten? Weiß ich nicht. Warte mal, wo müssen wir überhaupt hin? Das wäre vielleicht mal klüger zu wissen. Ach, wir müssen da ganz nach oben. Nein. Verdammt, wo müssen wir denn hin? Magie, Objekte. Karte. Nein, ich möchte die Quest. Da. Finde den Drachenfriedhof. Ja. Und den weg. So. Ah. Ja, dann lauf mal schön vor. Haltet die Augen offen. Wir können uns keine Verzögerungen leisten. Gut, dann, oh. Das ist vielleicht nicht ganz so klug. Gucken wir mal auf die Karte, was es da so gibt. Ach, das ist denn da ganz hinten? Ja, da müssen wir was laufen. Komm. Pferdchen Hottehü. Lauf neben mir her. Ja, das wird jetzt auch eine schöne Reisefolge. Würde ich sagen. Wow, mein Pferd kann auch springen, wie schön. Ja. Ich glaube, wir treffen uns dort. Ich habe jetzt übrigens mal, weil ich fand, dass das auf den Aufnahmen so ruckelig wirkte, obwohl ich schon mit 30 Frames aufgenommen habe und das Spiel in 50 Frames läuft. Oder in... ja, 50, 60 Frames läuft, habe ich jetzt einfach mal die Codierungsleistung hochgestellt auf 50 Frames. Und ich möchte mir jetzt mal... Oh. Ja, dumm, wenn man den Bogen dabei hat. Egal. Ich möchte jetzt eigentlich mal gucken, wie sich das jetzt gleich an... sieht, wenn wir da sind und... Hier drüben. Aua! Hallo, lass mich von diesem Ding runter. So. Hallo! Ich habe genug von euch! Aua! Verdammt! Was wollt ihr von mir und meinem Pferd? Hallo. Die immer. Ein Stahlschwert. Ja, das nehmen wir natürlich mit, ne? Was hat der? Ein Pfeil. Eine goldene Holzkette der Ausdauer. Warte mal, haben wir schon... Pferdchen, wo bist du? Die haben jemanden ausgeraubt. Ja, direkt nachmachen, ne? Wo ist mein Pferd hin? Mein Pferd ist weg. Ach, da oben ist es doch. Gut. Pferd von Olga. Hier. Besteigen. Moment. Was war das? Hat die mal eben so das Ding weggenommen. Ich bezweifle, dass die Talmor schon von euch gehört haben. Also dürften wir zumindest vor ihnen sicher sein. Okay.
Auf jeden Fall nehme ich gerade mit 60 Frames auf. Oder mit 50 Frames und gucke, ob es besser läuft. Ihr hättet euch jemand anderen für euer Abendessen aussuchen sollen. Okay. Laufen wir weiter. Und ich würde sagen, auch hier machen wir gleich mal Cut. Ja, ich würde sagen, wir machen hier den Cut. Und sagen dann bis zur nächsten Folge von Skyrim im Hütsch. Bis dahin, haut rein.